Willkommen zurück, erst meine Kaffee. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Abiotic Factor. Und dann Abonnent auch noch oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so den jetzt dazu entscheiden sollte, da ist ein Kaffeebecher. Nimm dir den Kaffeebecher. Ich sehe. Achso, da unten. So, hast du jede Menge Trinkwasser hier. Leckeres Trinkwasser, was dreckig ist. Und die haben unsere Base genervt scheinbar. Scheinbar gehen die Rollladen irgendwo von automatisch zu oder von automatisch auf, keine Ahnung. So, auf jeden Fall haben sie unsere Base genervt. Ich bin da sehr, sehr sauer drüber. Da will ich schon fast hier den Cess abknallen. So sauer wie ich bin. Aber das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht übers Herz bringen. Ich schmeiß erstmal deine Tasse weg. So, wir müssen mal mit den Upgrades hier gucken, ne? Wir haben ja die Möglichkeit. Gegenstandstransport. Ungekochtes Exoherz brauchen wir noch und Stromgehäuse. Die Exoherzen hast du alle gekocht, ne? Ich glaube ja. Wir brauchen ein ungekochtes. Ungekochte Alienkeule. Ja, müssen wir einen Exo töten. Aber das wird vieles vereinfachen. Ich weiß nicht, wie weit diese Werkbank dann reicht, ob das bis zu den großen Truhen hinten reicht, aber wenn ja, dann oh. Im schlimmsten Fall stelle ich die Sachen halt alle in die Werkbank. Da müssen wir nur noch einsortieren und den Rest können wir alles craften. Aus unserem Storage. Das ist dann huge. Ich weiß nicht, ob wir für jede Stufe nur eins machen können. Das ist halt die Frage, ne? Oh, muss man mal gucken. Achso, wir brauchen übrigens auch zwei ungekochte Exoherzen und dann nochmal vier Stück für das andere Upgrade. Wofür wir dann aber nochmal Antiversum Edelstein brauchen, Militärelektronik. Ja, ich meine, ich weiß halt nicht, ob wir ins Labor gehen oder ob wir jetzt, die Leute sind so gespannt auf das Labor, oder? Die Leute wollen alle das Labor sehen, glaube ich. Sind alle nur da wegen des Labors. Ich will das Labor sehen. Was? Was du willst, ist irrelevant. Ich will das Labor sehen. Du willst, ist irrelevant. Das interessiert keinen. Wichtig ist nur, was die Zuschauer wollen. Und die Zuschauer wollen das Labor sehen. Da bin ich mir sicher. Ah ja, ich hab durch meinen Stärke habe ich doch eigentlich eine neue Fähigkeit, oder? Oh ja. Ich muss nicht mehr bezahlen, Seth. Wo ist denn das Ding jetzt? Ich höre da drin was bewegen. Jetzt habe ich da Geld reingepackt. Ich will das nur schütteln. Schön, dass du nicht mehr bezahlen musst. Ah, guck mal, was zu essen rausgekommen. Ohne dafür zu bezahlen. Ich glaube, du hast den einfach leer gemacht. Und der Essen habe ich nicht geholt. Nee, den Trinken. Ich habe mal was zu trinken geholt. Das Trinken hast du leer gemacht, glaube ich. Bis schütteln. Aber wir werden bestimmt noch Automaten finden auf dem Weg. Weil ich kann jetzt Automaten schütteln. Ich habe ja Stärke 6 oder sowas bin ich jetzt. Stärke 7 sogar bin ich am Anfang. Oh. So, der Weg ist ein weiter und wird steinig und schwer. So weit ist der Weg gar nicht. Jetzt hier in den Gully rein. Bestimmt noch einen kürzeren Weg, aber egal. Das ist ein Weg, bei dem ich weiß, dass er funktioniert. Der Weg ist eigentlich schon recht gut. Aber es ist vor allem ein Weg, den ich weiß, dass er funktioniert. Ja, hier haben wir zuletzt das schwarze Loch erzeugt. Können wir nochmal machen? Ne. Noch ein schwarzes Loch ist nicht drin. Nicht genug Power für ein schwarzes Loch. Und das wirst du hier durch, oder was? Oh, der Aufzug ist nicht da. Hui. Auf geht's ins Labor.
Was ist hier links? Direkt ein Achievement hierfür, ja. Achievement habe ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, die Einblendung gar nicht an bei mir. Die ist dann immer danach. Oh, hier ist Blut. Sehr vertrauenserweckend. Janet, you always say my science is out of control. This project is different. I feel more in control than I've ever been. Ist das? Are you sure about this, Abe? Of course I'm sure, Janet. Was macht der da? Do you remember the pocket dimension? I remember the pocket dimension. This is completely different. We're fighting fire with fire. Mance never let me try this. But if I can just bootstrap the neural array, I should be able to... Aha! Oh no. Janet! Oh my god, it's loose. Run, Janet. Was hat die nur getan? Die Dinger geupgradet. Die haben die geupgradet, die Gegner. Oh nee. Die Idioten. Oh, das Fenster ist eingeschlagen. Seltsamer Apparat, analysieren. Schädlingsteleporter. Aha. Sonst noch was hier? Hm. Nö. Da vorne ist ein Audiolog. Oh, können wir nicht rein. Ah, doch. This is Dr. Mance. If you had asked me 5 years ago what our chances of using the perforation system as a stable travel network were, I would have assumed I was talking to an imbecile. Today, such a network seems within our grasp. The T3 unit, or... Oh, hier ist ein Aufzug oder so. Ah, die Tür. Das sind tolle Abkürzungen. Wow. There are few places on Earth we cannot access under stable conditions. And finally, we can create those stable conditions. In theory, I would say das Bild macht mir Angst, Cess. Have extended far beyond their origins. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sollten wir auf jeden Fall melden, wenn wir es sehen. Twitter, Jana, see it reported. Dem melden wir das. Ich glaube, ich sehe da sogar schon eins da vorne. Oh oh. Aber hier ist eine Waffe und so. Broken X-Ray Emitter. Röntgenturm. Ich habe gerade eben gesehen, dieses Vieh. Okay. Da hinten ist es. Da hinten. Das interessiert sich nicht für meine Schüsse. Are you sure, dass es da ist? Bei mir ist es da. Jetzt hat es sich verschwunden. Jetzt hat sie den Duft aufgelöst. Bei mir war da nichts. Ich glaube, ich werde verrückt. Setz dich von dir den Verstand. Ich muss dich essen, Cess. Ich muss dich essen. Nein. Dann geh mal da hinten durch. Trau dich mal. Is there a bathroom nearby? Oh mein Gott. Da kann ich fallen in den Tod. Hier ist noch ein Audiolog. IS-091 is the most intense AV candidate we've ever encountered. Oha. Despite its appearance, it's a transcorporeal entity of some kind, invulnerable to any of the physical deterrents we've tested so far. Walls, doors, shielding, they do nothing to impede it. Intriguingly, it only appears to a single viewer at one time. Ah. Dr. Stern has that dubious. Hast du gehört? Das ist das kleine Mädchen. Materializing in the facility, looking for him like a lost puppy. Oh, das war einfach ein Aufzug. Oh, es wird Nacht, das ist super. Da freue ich mich richtig. Sicherer. Ja. Was habe ich mal angemacht? Oh, ein Portal. Aber erstmal E-Mails. Erinnerung an alle Mitarbeiter in der Eindämmung. Zum dritten Mal in diesem Quartal musste ich feststellen, dass die Belegschaft die Eindämmungsregeln missachtet hat. Ich muss bestimmt nicht betonen, wie gefährlich das ist. Bitte vergewissern, dass die richtigen Protokolle für jedes einzelne Objekt befolgt werden. Hier ist kein Platz für Fehler. Bitte mit dem Verfahren für die folgende Stufe vertraut machen. Jura, nicht evaluierbar. Tela, nicht eindämmbar. Cruces, hohes Risiko. Zank, bekannt und überwacht. Ordo, harmlos. Wenn ihr diese Worte auf den Schildern um euch herum seht, seid ihr an einem Ort, an dem die Kenntnis eben dieser möglicherweise euer Leben retten kann. Ganz zu schweigen von den Leben der Menschen um euch
herum. Unsere Sicherheit, vielleicht sogar die Sicherheit der ganzen Welt, hängt von eurem grundlegenden Verständnis dieses Systems ab. Lasst es uns richtig machen, Leute. T. Anderson. Hilfe, hallo Petra, wir kennen uns noch nicht, aber ich bin neu im Projekt ES0091 und wollte etwas prüfen. Ich sehe gerade 91. Sollte ich das mal melden? Hallo Kay, trage einfach in das Tagebuch ein, dass du sein aktuelles Ziel bist. Das reicht. Großartig, jetzt kann ich das entspannt vergessen. Kein Grund zur Sorge, es ist eingedämmt und so bist du bald ein neues Ziel. Das war's weg. Als ich letzte Woche Cascade besuchte, bekam ich eine Führung durch die primäre Eindämmungskammer. Um es ganz klar zu sagen, Dinge wie ES0513 sollten in keiner unserer Anlagen gelagert werden. Ich werde mit Keystone sprechen, wenn sich das nicht ändert. Ich will, dass das weg ist. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, die Anwesenheit von ES0513 verursacht hat. Aber als Forschungsleiter von Gate erinnere ich daran, dass wir diese Dinge aus genau diesem Grund eindämmen. Wir finden zwar nicht heraus, welche Eigenschaften hier genau im Spiel ist, aber du scheinst ziemlich anfällig für ihre Auswirkungen zu sein. Kurz gesagt, wir alle hassen es, aber wir können uns nicht davon abhalten lassen, unsere Arbeit zu machen. Ich verstehe ja, was du sagst, Derek, aber mit den Dingen stimmt etwas nicht. Man kann es spüren. Ehrlich gesagt spüre ich es immer noch. Dieser Effekt dürfte wieder abklingen. Versuche in der Zwischenzeit an etwas anderes zu denken. Ich habe dir einige unserer Anfängertipps zum Aufbrechen weicher C-Hazard-Links geschickt. Da du in New York bist, sollte das mit den Abklingen nicht lange dauern. Remove.jpg. The Hate-Inducing Table. Ein Tisch, der Hass... Oh mein Gott. Wir haben einen Tisch, der Hass verursacht. Und ich bin jetzt das Ziel von dem, ne? Von dem Tisch? Nee, von diesem fliegenden Vieh. Das sucht sich immer ein Ziel aus. Wo zur Hölle sind wir? Manufaktur West wieder. Waren wir hier schon? Ah, das ist einer von diesen Exotypen. Deren Köpfe wir noch brauchen. Bei Herzen. Aber wir müssen den Schachtig draus machen, da hast du ein Messer dabei. Biomüll. Dein Herz, ne? Nee. Ist das hier, wo wir noch nicht waren? Haben wir das Ding schon gehackt? Nee, haben wir noch nicht. Oh, Roboter unterwegs. Ach, das haben wir gehackt. Hier ist Forge. Ah. Das ist eine Abkürzung von Manufaktur West, ja, oh, jetzt. Hier waren wir. Waren wir hier aber schon drin in diesem Raum? Oder können wir den vorher nicht öffnen? Ich glaube, wir können den vorher nicht öffnen, oder? Datenleck. Teleportierende Ratten. Ja, doch, da waren wir drin. Das haben wir gelesen. Doch, doch. Ich erinnere mich an teleportierende Ratten. Na gut, dann ist das ein Shortcut. Wo ist er? Der ist? Ah, da ist er ja. Ich habe mir nochmal kurz die Ratten angeguckt. Man kann hier runter. Achso, das ist nur wieder eingehauen. Okay. Das habe ich aufgehauen. Oh. Kommen Sie her. Ich hab Angst hier. Wird noch hier vorne auf eine Tür geöffnet, oder? Ja, hier. War doch hier, oder? Was steht da? Wildlife Pens? Oh mein Gott. Und hier kamen wir her. Ah, welche Tür hat man nochmal geöffnet? Wir hatten auch eine Tür oben geöffnet mit einem Klick. Vielleicht hier. Oh, Sprint Level 10. Ich erschrecke mich die ganze Zeit bei allen Geräuschen jetzt gerade. Warte mal, wo haben wir denn die Tür geöffnet? Ich bin verwirrt. Das ist auf jeden Fall wieder Tag. Oben hatte ich eine Tür geöffnet an dem Schalter. Die war irgendwie gegenüber oder so. Wo kann man nochmal nach oben? Ah ja, über den Aufzug, ne? Lass mal ganz kurz nochmal hochfahren. Um zu gucken, wo das war. Hier war ein Schalter hier vorne irgendwo. Ach, das war das Portal, oder? Hast du das Portal geöffnet? Das Portal, ja. Okay. Ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Weil ich mich gerade vertan. Ich hätte eine andere Tür hier vorne geöffnet, da war auch ein Schalter, aber da sind wir gerade durch. Das war einfach nur wieder zum Eingang, glaube ich. Oder warte mal, ich gehe mal ganz kurz da vorne lang. Ich kann mal die Tür öffnen. Wo bist du? Neben dem Aufzug. Ja, aber das ist auch wieder der Weg zurück. Wo? Ah, was gibt's hier vorne? Hier runter vielleicht? Versperrt, aber klar, da geht's glaube ich weiter. Hier waren wir noch nicht, ja. Was ist das? Oh! Wir können das fahren! Wir brauchen aber ein Kurzschluss-Set.
Wir brauchen ein Kurzschlusset, dann können wir damit fahren. Zu mehreren Leuten. Das brauchen wir. Wir müssen ein Kurzschlusset entdecken oder so. Zurückrufen des Fahrzeugs, cool. Was gibt's hier noch so? In den Fahrzeugen vielleicht noch Sachen und hier Betten und... Kann man die Kisten davon kaputt machen? Nee, ne? Oh, da vorne schläft einer von denen. Oh. Aber irgendwie ruckelt das Spiel ab und zu gerade bei mir. Ganz weird. Oh ja, bei mir auch. Ah, das ist ganz komisch hier. Hier ist ein E-Mail-Terminal. Paratus S. Legat, sind deine Brüder bereit? Unser Agent ist vor Ort und kann die dunkle Linse entfernen, wenn alles bereit ist. Er wartet lediglich auf das Signal. Sig Divinitor. Wir dürfen aber nicht vergessen, das Gerät zu entfernen. Destabilisiert das System. Es bestehen durchaus Risiken. Dies sind Umstände, in denen Chaos unsere Ziele nur fördert. Das versichere ich dir. Erinnere dich an Lazon. Okay. Keine Bilder und so. Oh, Munition. Munition nehme ich immer gerne mit. Ah, die sind tot, oder? Oder schläft der? Ne, der ist tot. Der ist tot. Wer hat die umgebracht? Hallo, warst du schon kacken? Hallo. Ja, natürlich. Ich musste echt dringend. Sind alle tot hier. Ich hab ne Ahnung, wer das war. Das Vieh, was mich verfolgt. Ja, ich glaube auch. Genau, das ist meine Vermutung. Da vorne in dem Wagen noch was drin? Nö. Bisher war ja jetzt noch nicht so viel anderes Feindliches, ne? Bisher noch nicht. Aber das kann sich ja schnell ändern. Das ist ein ganz schön großer Bezirk scheinbar. Guck mal da noch. Wildlife Pens Particle Lab. C-Blocks Adjustment. Und ganz viele tote Leute sind hier. Mit Leute 74% Zerstörungswahrscheinlichkeit bei riesigen Dingern. Immer noch extrem hoch. Die Feuerlöscher können wir immer gerne mitnehmen, wenn du Platz hast doch irgendwie. Ich habe es in einen mitgenommen, weil daraus kann man diese Kanister, diese Flaschen machen für Sachen zum Craften. Wir brauchen das zwar gerade aktuell nicht extrem oder so, aber mal gucken. Ich gehe erstmal hier lang. Ich habe das Gefühl, dass wir eine Tür öffnen können. Tür, Shortcut und so. Ja. Okay, aber das ruckelt irgendwie immer wieder das Spiel bei mir. Ganz weird. Die ganze Zeit Mikro hochgeladen und so. Oh, wir können eine Tram anfordern hier. Aber das... Hä? Geht's hier dann nicht weiter oder was ohne die Tram? Die Geräusche hier, ey. Ach, wir müssen hier drauf oder was? Ah. Ah, da steht Move Tram. Hoch runter. Ich bin total ver... Was ist das da vorne? Eher ein Fahrstuhl. Was ist das da vorne, Cess? Groß und böse. Das macht die Geräusche, glaube ich. Ich will da nicht hin. Wie einfach schnurstracks hinläuft. You look familiar. Oh, was ist das denn hier? Wer hat das gesagt? Ach, da. Oh, it's you. I came through. Oh, some maniac blasted in manufacturing. Obviously, I was planning on getting through the vacuum chamber to the surface elevator, but it's covered in some muck. Typical. I suppose they'll have something to deal with that in the containment block, but the place is completely locked down. Ugh, it never ends. I really need a coffee. Den müssen wir, glaube ich, einen Kaffee bringen, wa? Whatever's going on, Heckstufe 3 neue Idee. Something to do with their work in containment block. Those cowboys can't tell a... Scheint kein Monster zu sein, sondern Dreck da oben. Sometimes I wonder if they even care. As soon as they set foot in another dimension, all good sense goes out. Nenn's Epicenter. Das bewegt sich aber. Hier kann man hacken, Stufe 3. Hier vorne ist wieder ein Portal. Die ja. Kennen doch die Dinger hier. Das sind diese Portaldinger, die Portale erzeugen.
einen Strahlenanzug, falls man ihn braucht. Ja. They destroyed it. Was haben sie zerstört? Das Portal? You know what this is, ja. Don't you? Ja. The Darklands. The core of our perforation research. Or it was. Wo bist du? I'd heard rumors of a threat. There are always rumors. But this is insane. They killed everyone. Then removed the lens. Without it, how are we supposed to control the portals? They could appear anywhere. Connect to anything. Do they realize what they've done? Oh, Roboter ist aktiv. Wo bist du, Cess? Oh mein Gott, da ist wieder die Viecher. Oh, ich dachte, du bist tot. Nö, warum soll ich tot sein? Ja, wo warst du denn? Auf der anderen Seite des Roboters. Ich hab dich da oben nicht gesehen. Da vorne sind übrigens wieder diese bösen Soldaten. Da kommen wir nicht rein, gerade von hier aus. Ich guck mal ganz kurz, was das Hacken 3 braucht, ne? Moment. Damit wir schon mal wissen, was wir suchen. Eine Projektionsmatrix suchen wir, ein Quantenglas suchen wir. Und wir suchen eine Technologie, Materialtechnologie einfach. Eieiei. Roboter kommt näher. Ja, dann lass mal wieder hier runter. Gab's hier noch irgendwo einen Weg? Da oben war zu. Links. Mal gucken. Unten vielleicht? Oh. Ja, wir können unten rechts weiter auf jeden Fall. Nur, dass hier kein Weg mehr frei war, wollte ich wissen. Kann man die auftreten? Nee. Oh, das sind hier. Oh. IS-0094. Das sind Dinger. Oh mein Gott. Da siehst du eins von den Dingern. Das ist ja SCP so mit drin. Und ist hier auch was drin, was man sehen kann? Hier ist nichts drin. Das ist also schon einmal nicht mehr seine Holding Cell. Was ist das hier für ein IS? Das ist ein Holding. Sehr schön. Ja, das ist immer sehr schön, wenn man in eine Holding Cell guckt. Unsafe Designation Pending. Das ist der Tisch. Ist das der Tisch? Weiß ich nicht. Nee, nein, ich glaube, das ist jetzt einfach eine Holding. Hier ist IS Unsafe Designation Pending. Das heißt, hier kommen nur Sachen rein, wo man noch gucken muss, wie die eingestuft werden. No Subject derzeit steht drüber. Hier ist SANC oben links am Stehen. Und da stehen auch die Risiken irgendwie. Das sind irgendwie, keine Ahnung. Man liebt es? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte. Das ist schon interessant. Also. Gibt es hier noch mehr Holding Cells oder ist das nur eine jetzt hier? Die wir sehen können. Also hier geht es natürlich noch weiter rein, aber. Wildlife Pants. Das kam von hier rechts. Glaube ich, oder? Da kann das von da drin. Ah. Na, ja, nur normales Zeug. Ja, aber Chemikalien. Würde ich brauchen. Für nichts eigentlich gerade. Aktuell. Was ist das hier? Weil ich kann hier hacken. Aber Stufe 3. Ah, Mist. Wir müssen echt gucken, wie wir an Stufe 3 Sachen kommen. Hier unten sieht es irgendwie spannender aus, deswegen gehe ich hier erstmal hin. Sieht irgendwie optisch spannender aus. Farblich und so. Oh, hier ist ganz viele Schränke wieder, aber es ist ganz schön ein bisschen Salz. Salz kannst du dir hier holen. Hier ist noch Öl. Ich kann da nichts mehr aufheben. Was für ein Modell ist das da oben? Kann man das holen? Modell da oben. Oh mein Gott, da ist ein neuer Gegner. Also die Alten, die jetzt teleportieren können. Um genau zu sein. Da vorne stehen wieder Leute mit Maschinengewehren. Okay. Wird also spaßig. Ich meine, hier kann man auch eine Base machen. Wäre sogar gar keine so schlechte Base. Würde ich mal behaupten. Ist vor allem ziemlich hübsch hier, ne? Du hast schon angeballert.
Nee, aber der Gegner hat einen Kondensator gedroppt. Der Roboter kommt. Oh, schön. Und die können jetzt richtig rennen und so. Und das sind neue, das sind bessere Roboter, glaube ich. Guck mal, wie die jetzt, wie gut die navigieren. Sehr viel schneller. Droppen die auch neue Sachen? Vermutlich. Wir brauchen unsere Fallen. Access Tram Station Override. Können wir hier craften? Können wir hier die Tram freischalten? Ich muss die Maschine einmal schütteln. Also, wenn Maschinen schütteln, bringt nicht so viel. War da irgendwas drin? Nee, nur Wasser. Aua. Ja, hier geht's glaube ich weiter. Oh mein Gott! Wo bist du lang, die Treppe? Oben, ja. Bin hier oben. Hier ist ein Computer. Gewebebefall. Letzte Woche hatten wir wieder einen Gewebebefall in Anning. Ich wollte mehr von den Gel aus Antiversum B. Das ist das einzige Mittel, mit dem man das Zeug loswerden kann. Aber Lenora und ihr TA-Team sind seit Dienstag in Antiversum 3. Es könnte also noch eine Weile dauern. Wir müssen die Priorität dafür erhöhen. Das Gewebe wächst viel zu schnell. Doch ein paar Tage und wir werden ein Problem bekommen. Buton hat es wohl satt, dass ich über seinen Kopf hinweg zur Mensch spreche. Aber wenn er das Problem nicht erkennen kann, dann ist er das Problem. Überlass das mir. Das ist dieses eklige Zeug. Jetzt können wir Antithermit bauen. Gelbe Farbe. Ich habe die Untersuchung dieser gelben Farbe seit Monaten aufgeschoben. Menz hat sich dazu erkundigt, aber so muss ich was tun. Du hast die vorläufige Einschätzung durchgeführt. Was war Interessantes dabei? Wir haben keine Ahnung, wer es zurücklässt. Wir haben Dutzende Proben in Ries gefunden und verlässliche Berichte von mindestens 30 weiteren, weshalb es besonders seltsam ist, dass wir keinen einzigen Hinweis haben. Die Notizen des TA-Teams ergeben auch keinen Sinn. Sie wurden an Klippen, an Gebäuden, sogar unter Wasser gefunden. Ihre laufende Theorie ist, dass das alles irgendwo hinführt. Aber wohin? Warum haben wir all diese Stunden mit diesen Spuren verschwendet? Ich habe die Zusammensetzung getestet. Das ist einfach Farbe. Zwei Wörter. Ordo. Lager. Yellow Paint. Pluto-Schüsse. Hier sind die Aufnahmen der Wanderprobe. Vergesst nicht, dass sie Klassifikationsstufe 3 sind und du sie entsprechend behandeln musst. Sie haben keine Ahnung, dass wir sie besitzen. Okay, das erste Bild hat auf jeden Fall ein neues Rezept. Übrigens hier. Here's an audio log. Dr. Derek Mance reporting, research director. We've discovered that direct observation from the targeted subject arrests O91's movement. It then dematerializes if approached. Where it goes, we're uncertain. But it returns 3 or 4 hours later, seeking out the original subject. We've dosed Dr. Stern with a CNS to keep him awake, but he has to sleep at some point. And then... Well, nicht. We're not entirely sure. Hier ist auch noch ein Lüftungsschacht gleich, da kommen wir dann weiter, aber erstmal würde ich hier alles durchsuchen. Ich überlege, ob wir mal zurückgehen. Vielleicht müde oder ob wir uns irgendwie versuchen, ein Bett zu organisieren hier. Ich meine, wir können. Weil wir können das auch ein Crafting Bench machen und irgendwie ein Bett organisieren oder
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir auch nächstes Mal Betten mitnehmen für sowas. Bei unseren Abenteuern. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Das alles nicht mehr mitnehmen. Wo bist du? In dem Computerraum. Ja. Yeah. Hier ist der Lüftungsschacht, den ich vorhin aufgemacht habe. Da unten ist ein Licht um die Ecke. Könnte ein Gegner sein. Oh, die Schrauben wären echt gut, wenn wir die mitnehmen können. Brauchen hier die Schrauben. Ich glaube, das ist wirklich so ein Red-Typ oder so. Also nicht so schlimm, aber hier ist noch ein Lüftungsschacht. Erstmal gucken, wo es dahin geht. Eine Abkürzung finden wir geil. Und da hat ein besonderes Monsterauge auf uns gemacht. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.